Früher hat man das Jenseits verbunden mit irgendwie einem fernen Kontinent oder so oder einen Fluss, den man überschreiten muss. Ich kenne ja auch den Ausdruck, jemand geht über den Jordan oder so, nicht? Und aber genau dieses Bild eben sagt er, also dieses Jenseits ist in Wirklichkeit das viel Umfassendere, was uns umgibt, nicht? Und er hat auch gesagt, dass unsere Materie oder wir selbst praktisch nur die Schlacke sind und das Auskondens ein Kondensat sozusagen von dem, was uns umgibt, nicht? Ich würde es etwas freundlich umschreiben und sagen, das Ganze ist der Cappuccino, wir sind das Sahnehäubchen.